Bam. Und in dieses Secret. Hallo, PC. Okay. Pico B. Warte. Okay. Ich glaube, ich habe ein Minispiel gefunden oder so. Ah. So. Ich kann halt keine. Ich kann mich nicht an der Wand festhalten. Aber da ist eine Erdbeere. Ui! Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen, es gibt einen Vorläufer von Celeste. Das war genau so ein Flash-Game wie hier. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Wo ist. Ah! Ich darf nicht dashen, um die Erdbeere zu bekommen. Egal. Okay. Ach. Ups. Das war schlau von mir, Nico. Ah, das war nur für die Erdbeere. Wow. Puh, das war irgendwie knapp. Ballon. Mit dem kann ich nochmal dashen. Okay. Ich schaffe das Spiel. Wolken. Das ist aber irgendwie schon cool. Aua. Okay, es fängt an schwerer zu werden. Ah, das war knapp. Und Sprung, und Sprung, Sprung, und yes. Okay, und da lang. Ah! Okay, neuer Versuch. Und nach schräg dashen. Yeah. Ah! Da ist. Okay, ich muss die Wolke hier erwischen. Und kurz warten mit der Wolke fahren. Nach oben, rechts und nach oben. Bam! Bin ja auf der alten Seite. Warte, was? Habe ich die Demo bald geschafft oder so? Das ist Frage. Okay, vielleicht auch nicht. Ich sammle jetzt nicht alle Erdbeeren ein. Tut mir leid, Erdbeerliebhaber, aber eigentlich habe ich was anderes zu spielen. Eigentlich will ich ja das Spiel spielen. Okay. Da dashen. Nach oben schräg dashen und da lang. Okay. Ach, das ist. Oh! Ah! Okay, ich habe die Erdbeere und ich bin schon bei 1600 Metern. Warte. Da muss ich hier lang. Und da lang. Und dann Wandsprünge machen. Oh! Nein, nach oben dashen. Komm. Nein, Panik. Ah. So würde ich schreien, wenn ich irgendwo runterfall. Ah. Komm schon. Krieg das hin. Das Tolle ist, man kann von der Sprunghöhe gar nichts machen. Das heißt, man muss nicht mal timen, wie lang man springt. Das hat auf jeden Fall was. Aber irgendwie. So. Ah, schräg nach oben. Nicht nach links. Ich bin zu ungenau mit meinen Kontrollen. Okay. Okay, das war etwas. Okay, da muss ich zweimal dashen. Bap, bap. Und dann direkt wieder nach links. Holy. Das ging sogar.
Ah, da ist eine Wolke. Tschüss, Wolke. Okay. Dann muss ich hier nach oben. Nach oben. Okay. Das ist schwer. Das ist echt schwer. So. Wahrscheinlich ist es einfach hier nur das wirklich das originale Retro Game Celeste. Also die Erstversion. Als Secret. Und ich will das Achievement haben, dass ich es geschafft habe. Oh, ah, da ist noch keine. Okay. Ich komme da einfach nicht hoch. Dann warte ich hier. Komm schon. Ups. Wow, das war gut gemacht, Nico. Oh, war es knapp. Ich sterbe einfach wieder. Dieser Teil ist echt schwer. Wirst doch noch mal. Bap, bap. Vielleicht habe ich es ja auch nur falsch gemacht. Vielleicht muss ich ja oben lang, Nico. Siehst du, Nico, so leicht geht's eigentlich. Und ja, komm schon. Okay. Der Teil war auch nicht schwer. Jetzt, da muss ich nach oben dashen. Puh. Ah ja. Ah. Muss ich vielleicht auch noch mal abspringen? Und dann schräg nach oben. Komm schon. Ich krieg das hin. Und bam. Und bam. Und bam. Bam. Ah. Ich glaube, das wird einfach hier ein Bonus-Part werden. Wie ich altes Retro-Game Celeste probiere. Bin schon auf 2000 Meter Höhe. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geht. Aber ich gebe mir mein Bestes, das schnell zu machen. Okay. 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 Nach schräg oben. Schräg oben. Hoch. Hoch. Ah. Ich darf nicht ganz so weit nach links. Okay. Das ist ein schweres Screen. Ah. Da habe ich es ein bisschen vom Timing her verkackt. So, schräg. Schräg. Jetzt warten. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Und boah. Da ist eine Kiste. Okay. Jetzt habe ich zwei Dashes. Yay. Warte, was? Ah, okay. Wenn es Dash fliegt, ja nach oben. Ah, ich habe es ja aufgesammelt. Okay. Wie habe ich eigentlich vor die kurzen Sprünge gemacht? Ich weiß es nicht. Kann man da irgendwie auch rennen oder so? Sieht aus wie ein grüner Lemming. Komm schon. Ah. Ich muss da irgendwie hin, ohne zu dashen. Nur einmal zu dashen. Oder direkt nach oben. Na, es ist so knapp. Nee, es reicht auch von der Höhe her nicht. Nee, auf keinen Fall. Das war knapp. Okay, das war wieder falsch.
Also, was ich machen muss, ist Wandsprung. Wandsprung und dann. Ja! Bäm! Okay, der Teil, der geht sogar nach rechts und nach schräg. Okay, da muss ich einfach zweimal. Pop, pop. Ah! Pop, pop. Pop, pop. Springen. Ah, das war etwas zu früh. Also zweimal dashen. Nach rechts, nach links und nach oben dashen. Komm schon! Komm schon, das kriege ich hin. Ah! Das hat sich gerade angefühlt wie ein Lag. Ich hoffe, das geht nur bis 3000 Metern jetzt, ganz ehrlich. Ich dash immer nach schräg oben. Oh, verdammt. Ich habe nicht erwartet, dass ich es so weit schaffe. Ich dash immer nach schräg. Und da dash ich einfach zu früh. Und schon wieder schräg. Ich glaube, das mit den zwei Dashes wird auch irgendwie in einem späteren Level kommen. Das habe ich zu spät gesehen. Oh, jetzt, da war ich zu schnell. Was? Ist das möglich? Zumindest klappt der Teil, der erste Teil jetzt nicht mehr. Puh. Komm schon. Ah, vielleicht muss ich da oben zur Seite dashen. Und beim Momentum nach oben aufhalten und länger in der Luft zu sein. Ja. Ha. Ah ja, ich muss ja nach oben. Okay. Und. Puh. Okay. So geht es natürlich einfacher. Und ich darf. Die Kontrollen sind wirklich wie in einem super genau wie in einem Retro-Game. Puh. Okay. Ah ja, nach oben. Oh mein Gott, okay, ich bin hier ganz oben. Nach 13 Minuten. Ah, okay, das ist nicht so gedacht. So, und nach rechts. Und dann kann ich doch eigentlich die Wand da links benutzen. Um da rüber zu springen. Okay. Eigentlich kann ich auch bam, bam machen. Was? Bam. Okay. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich muss. Ah, okay, ich muss zur Seite dashen und dann schräg nach oben, damit ich noch ein bisschen nach oben komme. Und dann bam, bam. Und dann da links rein. Dann wieder abspringen und zweimal nach oben dashen. Das kriege ich hin. Man muss erstmal erkennen, was man machen muss. Und dann kann man es überhaupt erstmal schaffen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt nicht zur Seite gedasht, sondern direkt schräg. Ah ja, stimmt, ich kann da nicht dashen. Was ich gerade gesehen habe. Seite, Seite. Ah ne, okay, das war gerade wahrscheinlich dann ein Bug. Ich habe nämlich gerade zur Seite gedasht und ich dachte, ich habe gesehen, dass meine Haarfarbe immer noch grün war. Boah.
So. Okay, ich muss hier nach rechts. Dann bam. Nein, nach schräg oben links, nach schräg oben rechts. Holy. Ich dash aber ziemlich weit. Ich habe auch einen Doppelsprung. Oh, okay. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Hä? Egal. Ich lebe einfach mal damit. Ich lebe einfach mal damit, ja. Das macht es ein bisschen einfacher. Ah, okay. Was bringt mir der Ballon da unten? Okay, vielleicht muss ich wirklich bam, bam. Okay. Dash, dash, schräg nach oben. Ah. Okay. Ich hoffe, da kommt wirklich nichts mehr. Es ist ja schon ein Bonuspart, das soll ja trotzdem nicht zu lang gehen. So. Bam, bam, bam. Ich bin gespannt, ob wir im Endeffekt wirklich auch die grünen Haare haben oder vielleicht eine andere Farbe. Oh, es ist schwer, da wirklich die richtigen Farben zu haben, die man haben will. Beziehungsweise die richtigen Dash-Richtungen zu haben, die man wirklich haben will. Wenn man halt wirklich nicht gut ist. So, bam. Bam! Ja, ich hab's geschafft! 167 Tode. Ich habe ein Achievement bekommen. Okay. Okay. Ich beende mal, weil... Jetzt über das Hauptmenü spielbar. Yay, ich hab's aber geschafft. Bonuspart vorbei, es geht weiter. Hui.